Hat man sich schon noch ein paar Mal angeguckt. Ja, war eine Emotion pur. War ja für uns natürlich ein Befreiungsschlag für jeden Einzelnen. Und ja, wir sehen dadurch, was möglich ist, was wir für eine Mannschaft haben, was hier für ein Club ist und sind froh, dass wir da gewonnen haben. Ja, es war verrückt. Vor allem, wir waren unten dann beim Feiern. Auf einmal waren noch ein paar Fans da, sind über den Zaun gesprungen. War wirklich verrückt. Waren verrückte Szenen. Aber wie gesagt, ist jetzt auch schon wieder im Hinterkopf. Wir bereiten uns vor aufs Spiel am Samstag und ja, sind guter Dinge. Ich glaube nicht. Ich glaube, solche Momente zeichnen das noch mehr aus, wie wir bereit sind, alles zu geben und vor allem dann noch ein Spiel so umzubiegen. Und da sieht man die Mentalität der Mannschaft von uns und mit unseren Fans im Rücken natürlich dann noch mehr. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn das jemand pusht an uns, vor allem jetzt mit so zwei Last-Minute-Treffer, auf jeden Fall. Deswegen können wir guter Dinge sein und uns gut vorbereiten und unsere Köpfe frisch machen. Ja, natürlich. Wir wissen, was Bayern für eine Mannschaft ist, was Bayern in den letzten Jahren gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist für uns jedes ein Endspiel. Wir haben noch drei Spiele. Wir versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und ja, wir fahren auch nach München, um alles zu geben. Ich glaube, wir müssen im Hier und Jetzt sein, vor allem jetzt in der Trainingswoche uns gut vorbereiten und auch für Samstag bereit zu sein, weil ja, ich glaube, jetzt sind viele wieder zurückgekommen. Klar haben viele vielleicht die vierte Gelbe so oder dann die fünfte im Anschluss, aber ich glaube, wir haben das jetzt so gut kompensieren können. Auch wenn man wieder ausgefallen ist, ist man wieder reinkommen und man merkt jetzt, was für ein Team da zusammensteht und auf dem Platz steht. Und ja, wie gesagt, ich bin da echt guter Dinge, dass wir die ganzen Spiele jetzt sehr, sehr gut annehmen. Auf jeden Fall brauchen wir einen Sahnetag und einen Tag, wo uns alles gelingt. Aber wir müssen erstmal unsere Tugenden machen. Wir versuchen gut zu stehen, gut zu verteidigen und dann werden wir sehen, was möglich ist. Aber wie schon gesagt, wir müssen uns jetzt gut vorbereiten und dann werden wir auf Samstag sehen. Gar nicht. Ich freue mich für Kenan. Ich mag Kenan sehr und Kenan ist ein super Spieler. Vor allem, was Kenan jetzt auf dem Platz geliefert hat, macht mich stolz. Und gegenseitig versuchen wir uns zu pushen. Und bei uns geht es jetzt nicht, wer spielt, sondern wer das Beste aufs Parkett bringt, das Beste auf den Platz bringt. Und ja, deswegen gönne ich es jedem, der was so gut spielt gerade. Ich habe das am Rande so ein bisschen mitbekommen, habe mir jetzt da noch gar keine Gedanken darüber gemacht, weil es muss erstmal dazu kommen und wir müssen erstmal unsere Leistung bringen und uns auf uns fokussieren. Und ich glaube, wenn wir das machen, ja, können wir vieles erreichen und dann werden wir sehen, was passiert. Sehr, auf jeden Fall. Hat mich sehr gepackt, vor allem wenn man hier aufläuft in der Arena, egal ob es jetzt auch bei den Auswärtsspielen war, wenn man so eine Wucht von den Fans hat und von dem Verein, ist schon krass. Und bei vielen, glaube ich, macht es viel Druck, aber bei mir ist genau das Gegenteil. Ich freue mich jedes Mal, da auf den Rasen zu gehen und vor den Zuschauern alles zu geben. Und ich glaube, das zeichnet den Club auch aus und ja, bin einfach froh, dass ich hier bin. Natürlich, aber mich beschäftigt bis jetzt noch gar nicht. Ich bin echt so ein Mensch, der was im Hier und Jetzt ist. Und jetzt sind es noch drei Spiele zu gehen und mit dem bin ich voll im Fokus hier. Und ich freue mich auf die letzten drei Aufgaben jetzt erstmal hier. Bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, das wird dann nach der Saison passieren. Aber wir haben ein großes Ziel, drin zu bleiben. Und wie gesagt, es sind jetzt noch 3x90 Minuten zu gehen. Und ja, tue ich gut daran, jetzt erstmal hier zu sein.
Ja, war vollstes Vertrauen bei Bülti. Wenn einer sich einen Ball so schnappt in der 90. plus 12. Minute, ist natürlich verrückt, da die Nerven zu behalten. Und wie gesagt, ich freue mich für den Jungen, der was so eine super Rückrunde spielt. Und Bülti ist einfach ein bescheidener Typ, aber der was für uns alles gibt und sehr wichtig ist und vor allem jetzt sehr, sehr wichtig ist. Und wie gesagt, wir sind sehr stolz auf ihn. Ja, in der Situation vielleicht dann schon, aber wir haben dann unsere Absprachen und wer die Elfer schießt und dann ist ganz klar, dass die Bülti schießt und wenn der auch einen guten Lauf hat, was Besseres gibt's da nicht.